Hallo ihr da draußen und damit heiße ich euch auch diese Woche wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von uns. Heute gibt es für euch aus gegebenen Anlass eine sehr alte und interessante Anlage zu besichtigen. Ich habe also heute wieder sehr viele Informationen, zum Glück, aber dazu gleich mehr. Sollten euch verlassene Orte hier im Osten Deutschlands grundsätzlich interessieren, dann schaut doch am besten mal auf unseren Kanal. Hier findet ihr jede Woche Mittwoch eine neue Folge zu diesem Thema und fast 100 Folgen gibt's ja schon. Und da ist bestimmt auch die eine oder andere Folge für dich dabei. Abonnieren lohnt sich also und nun wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Wir sind UrbixLE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch die allseits bekannten und mittlerweile ziemlich heruntergekommenen Milbitz Heilstätten. Bei unseren letzten beiden Videos waren Informationen eher Mangelware oder fast gar nicht aufzufinden. Nun in dieser Folge hatte ich eher Schwierigkeiten alles hineinzubekommen, ohne den Zeitrahmen zu springen. Sprich, das was in den anderen Folgen fehlte, ist hier jetzt zu viel, also fangen wir am besten direkt an. Wir befinden uns am Ende des 19. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit gehörten Krankenhäuser im Gegensatz zu heute nicht zur Selbstverständlichkeit. In Gera hatte man zu dieser Zeit lediglich ein einziges Krankenhaus, wohl mehr ein Kreiskrankenhaus, denn in diesem wurden nicht nur die Stadt und seine Ortsteile, sondern ebenso die Region und das Umland abgedeckt und versorgt. Einer Auflistung zufolge lebten allein in der Stadt etwa 45.000 Menschen. Das Krankenhaus verfügte über 120 Betten. Ein Witz, wenn ihr mich fragt. Doch wenn ich euch jetzt noch sage, dass im Umland weitere 45.000 Menschen lebten, die auch versorgt werden mussten, fragt man sich, wie man das bewerkstelligen wollte. Es ist so ein bisschen der Titanic-Vergleich, 3.000 Menschen und nur 12 Rettungsboote, hier waren es aber 90.000 Menschen und lediglich 120 Betten. Natürlich war nicht jeder davon krank, hält man sich nur einmal die Zahlen vor Auge, kann einem nur schlecht werden. Klar, 100 Jahre später sieht die Welt anders aus, abgesehen von Corona und Co. Die Versorgung, die Forschung und die Medizin ist deutlich besser geworden. Laut Statistischem Bundesamt waren 2018 18,8 Millionen Menschen in Deutschland stationär in einem Krankenhaus. Das sind 23,5%. Klar, das ist bundesweit und aufs Jahr gesehen, aber in Gera und Umland hätte man vor 125 Jahren mit nur 0,5% Patientenanteil in der Region die Kapazitätsgrenze des Krankenhauses vervierfacht. Halten wir also fest, mit nur 120 Betten war man einfach nicht mehr zeitgemäß aufgestellt und das wurde publik. Spätestens als sich 1893 erst die Pocken und 6 Jahre später Influenza breit machten, die Betten auf den Gängen standen und niemand mehr aufgenommen werden konnte, wurde es unausweichlich. Ein weiteres Krankenhaus musste her. Dafür machte sich vor allem der Politiker und praktische Mediziner Dr. Clemens Weisgar stark, der 1894 einen offenen Brief an das damalige fürstliche Landratsamt verfasste. Im Brief bezog er verschiedene Statistiken ein und verwies auf den Reichsvergleich im Bezug von Krankenhausbett pro Einwohner im Verhältnis. Ein Blick in diese Liste verriet, die Region war mit nur einem Krankenhaus im Tabellenkeller zu finden. Das konnte man einfach nicht hinnehmen. Des Weiteren waren die hygienischen Bedingungen nicht mehr länger tragbar, er drängte ebenfalls auf ein weiteres Krankenhaus. Da es vermutlich aber noch etwas dauern würde, gründete Weisgar in weiser Voraussicht einen Bauverein, um später hoffentlich hier unterstützen zu können. Dieser sollte allerdings in anderer Form für die Stadt Gera noch interessant werden. Die Politik gab ihm, was das Krankenhaus anging, auf jeden Fall und schlussendlich auch recht, nur fehlten wie so üblich auch damals schon die finanziellen Mittel. Erst als Weisgar 1895 den Gerer Unternehmer Louis Schlutter und seine Frau mit einbezog, ging es endlich vorwärts, auch wenn es nicht jedem gefiel und eine Menge Ärger mit sich brachte. Die Schlutters spendeten insgesamt 100.000 Mark für ein weiteres Krankenhaus. 100.000 Mark aus dem Deutschen Kaiserreich hätten heute in etwa eine Kaufkraft von 500.000 Euro. Viel Geld damals wie heute, aber es konnte nun endlich losgehen. Am 11. November 1899 wurde nun das Landesbezirkskrankenhaus als Stiftung der Schlutters feierlich von Erbprinz Reuß und weiteren politischen Vertretern eingeweiht. Erster Klinikleiter wurde, wie unerwartet, Dr. Clemens Weisgar und das auf Lebenszeit.
Vorab sollte die Klinik als Lungenheilanstalt dienen, denn von der Grippeimpfung war man zu diesem Zeitpunkt noch etwa 40 Jahre entfernt. Das Krankenhausensemble war dem städtischen Krankenhaus um einiges voraus. Es gab eine elektrische Zentralheizung statt Öfen, elektrisches Licht auf dem gesamten Gelände und eine Dampfreinigung sowie eine Dampfküche. Nach Streitigkeiten mit dem Ärzteverein und der Stiftungskommission kündigte man Weisgerd zum 31. Dezember 1901 nach nur knapp über 2 Jahren Tätigkeit. Im Nachgang eröffnete er seine eigene Arztpraxis und blieb in Gera als Politiker, Unternehmer, Vereinsmitglied und schlussendlich auch als Arzt aktiv. 1904 starb der Unternehmer Louis Schlutter im Alter von 84 Jahren. Trotz vieler ärztlicher Einweisungen blieb das Krankenhaus lange nicht so ausgelastet wie geplant und somit konnte die neue Klinik in den ersten 20 Jahren das hiesige Krankenhaus auch nicht wesentlich entlasten. Erst mit der Eingemeindung des Ortes Milbitz 1919 nach Gera fiel die Zuständigkeit auf die Geraer Stadtverwaltung, wodurch die Patientenverteilung nun sinnvoller einherging. Im selben Jahr starb nun auch Weisgerd im Alter von nur 56 Jahren an den Spätfolgen einer nicht auskurierten Syphilis. Die Stiftung wurde am 1. Januar 1921 gelöscht, die Zeugnisse bestehen aber bis heute. In den darauffolgenden Jahren, um genauer zu sein 1927, erweiterte man die Anlage, sodass das Krankenhaus nach ursprünglicher Planung endlich adäquat genutzt werden konnte. Mit dem Zweiten Weltkrieg firmierte man die Anlage zum Reservelazarett um, wodurch es vor allem zur Behandlung von Kriegsverletzten kam. Diverse Seiten sprechen hier von durchschnittlich 150 Kriegspatienten. Nach dem Krieg annektierten die Sowjets das Krankenhaus und machten es zu ihrer Standortklinik der Roten Armee. Ob die Anlage dennoch öffentlichen Patientenverkehr genießen durfte, ist hier nicht bekannt. Zu DDR-Zeiten blieb die Anlage nahezu unverändert, typisch für diese Epoche. Keine Modernisierung oder sinnvolle Umgestaltung, aber auch keine typischen Plattenbauten. Mit dem Abzug der russischen Streitkräfte zwischen 1990 und 1992 blieb die Einrichtung ohne neue Aufgabe zurück und verfällt seitdem bis heute. Mit dem Erscheinen dieses Videos tut sich aber nun nach fast 3 Jahrzehnten Verfall endlich wieder etwas Positives. Schon einmal wurde versucht, das Areal umzugestalten und einer neuen Nutzung zuzuführen. Nur wurde man sich dann am Ende nicht einig und schlussendlich tat sich gar nichts. Stattdessen gab es immer wieder teils schwere Brände, wie zum Beispiel im Mai 2017, als Anwohner schon von einer heißen Sanierung sprachen. Nun soll aber bald Schluss sein mit dem wilden Treiben auf dem 46.000 Quadratmeter großen Areal. Man möchte den Medizinstandort Gera und die Heilstätten wiederbeleben. Seit Mitte 2020 arbeitet man nun an einer Konzeption, wie man die Anlage wieder verwenden kann. Die einen sprechen hier von einer neuen Klinik, die anderen von neuen Wohnungen. Da das Gelände recht groß ist, spricht hier nichts gegen beides, aber da lassen wir uns mal überraschen. 2 Jahre hat man sich nun Zeit genommen, um die Planungen zu finalisieren. Dann muss es nur noch der Stadt und den Fledermausschützern gefallen. Denn die treiben sich hier mittlerweile auch rum, also nicht die Stadt, sondern die Fledermäuse,
Und der Denkmalschutz muss ebenfalls zustimmen, denn alle Gebäude stehen unter deren Obhut. Da unser Video noch mittels altertümlicher GoPro Hero 3 aufgenommen wurde, habe ich es in Schwarz-Weiß hochgeladen. Glaubt mir, die Farben waren sowieso nicht der Brüller. 2016 entstanden diese Bilder bereits, also noch ein Jahr vor dem Großbrand. Wir hatten uns ehrlich gesagt hier etwas mehr erhofft, aber dass die Anlage so zerrüttet, beschmiert und zerstört wäre, hatten wir nicht erwartet. Vor allem, da sie etwas abgelegen liegt, aber vielleicht ist das auch der Grund, warum es hier so heute aussieht. Einige Gebäudeteile waren teilweise unbetretbar verfallen, bei manchen hatte man teilweise große Mühe, die ursprüngliche Nutzung nachzuvollziehen. Besonders hatten uns die Villen der Klinikleitung gefallen, aber auch hier war es sehr schwierig, was das Betreten anging. Vermutlich entstand durch die Sowjets ein etwa 20 bis 25 Meter langer Bunker bzw. ein Schutzstollen. Ob man hier Medikamente eingelagert hatte, ist fraglich, aber auch nicht ausschließbar. Es war insgesamt sehr friedlich und ruhig, die Natur hatte sich bereits einiges zurückgeholt, bis auf ein einziges Gebäude vorne an der Straße, dieses war saniert und auch schon wieder bewohnt. Ich verabschiede mich jetzt von diesem Video, im Nachhinein gibt es wie immer noch einige Bilder für euch. Gebt uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr jede Woche Mittwoch eine neue Folge sehen möchtet. Bleibt gesund, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, bis dann und ciao.